Hast du dich schon mal gefragt, warum deine Onboard-Videos langsamer aussehen, als du dir in dem Moment dabei vorkamst? Ich glaube, dieses Problem haben schon mehrere gehabt und unter anderem auch ich. Ich habe ein paar kleine Tipps und Tricks für dich, wie du das verbessern kannst und dann dein Onboard-Video auch ein bisschen schneller ausschaut. Bleib dran! Ich glaube, jeder von uns kennt es. Du fährst eine Runde auf der Rennstrecke oder vielleicht auch irgendwie durch den Schwarzwald oder durch irgendeine Passstraße und nimmst das Ganze dann auf eine dieser kleinen Kameras auf, schaust dir das zu Hause am PC an und denkst dir, Mann, oh Mann, warum schaut das eigentlich so langsam aus? Ich bin mir dabei ja viel schneller vorgekommen. Na, ganz klar ist es so vorweg, du hast beim Fahren natürlich mehrere Sinne als nur das Sehen über die Kamera. Somit fühlst du auch einiges, was da halt einfach nicht drüber kommt oder auch nicht kommen kann. Aber es gibt auch ein paar technische Gründe und Mittel, warum das so ist. Und da muss man ein bisschen zurückgreifen in die Technik, in die Kameratechnik, wo dieser Hintergrund verankert ist. Wer mich schon länger verfolgt, der weiß, dass ich viel mit Kameras auch so zu tun habe und auch gern beim Videomachen hier gerne auf Qualität nicht verzichten möchte und mache mir sehr viel Gedanken, informiere mich viel, lese viel über das Ganze und versuche die Technik einfach zu verstehen. Grundlegend ist es so, du kennst vielleicht mein Onboard-Video aus Rijeka, das bei euch wirklich sehr gut ankam, ich blende es kurz ein. Da hat man halt wirklich gesehen, es sieht mega schnell aus und das war auch für mich sehr toll, das wirklich so im Nachhinein zu sehen und es war auch fast zu schnell, wie es ausgesehen hat. Na klar hat es den Grund, dass ich die Kamera letztendlich am Helm befestigt hatte und sogenannte Helmansicht hatte, was nicht immer zu empfehlen ist. Grundsätzlich ist es so, auf vielen Rennstrecken ist das gar nicht erlaubt oder manche Veranstalter erlauben es auch nicht. Das hat einen Sicherheitsaspekt. Logischerweise, wenn du hier die Kamera dran hast und du stürzt und das bricht, dann kann es sein, dass du dir irgendwie die GoPro oder die Kamera irgendwo im Hals reinjagst und du kannst Verletzungen davontragen und so. Also das ist nicht ganz ungefährlich, das hat schon seinen Grund. Na klar, wollte ich euch das mal nicht vorenthalten und auch mal so ein Onboard-Video online stellen, weil einfach viel mehr dabei rumkommt. Aber es ist, ich habe auch immer wirklich ein komisches Gefühl daran und wenn ich Instruktion mache, ist die Kamera immer am Motorrad dran. Und dann auch in der Regel mit Kabelbindern nochmal zusätzlich gesichert, falls diese ganzen Dinger hier brechen, dass die Kamera nicht davonfliegt. Erstens, damit ich es nicht verliere und zweitens natürlich auch, dass es kein Geschoss wird für irgendjemand anders. Ist schon schlimm genug, dass Leute stürzen und Dreck auf der Straße sein könnte oder auf der Rennstrecke. So, kurz zur Technik. Also ich habe auch ein bisschen rumexperimentiert mit verschiedenen Kameras und habe mir dazu meine Meinung gebildet. Natürlich als allererstes bin ich hergegangen, habe mir natürlich so eine relativ günstige Nachbaukamera von der GoPro, hat fast den ähnlichen optischen Aufbau und hat auch irgendwie fast ähnliche Spezifikationen, wenn man das so durchliest. Ist aber ein Preisunterschied von ganz, ganz viel, weil die kostet nämlich nur 70 Euro. Ist natürlich verlockend, aber ich war im Endeffekt im Nachhinein nicht zufrieden damit. So, das hat mehrere Faktoren. Zum einen ist es bei uns auf dem Motorrad, können wir uns nicht aussuchen, in welche Richtung wir filmen, weil wir fahren normal in die Richtung und normal in die Richtung. Also wir fahren ja quasi in vier verschiedene Himmelsrichtungen. Und je nachdem, wo die Sonne steht, fahren wir einmal gegen das Licht und einmal mit dem Licht. So eine einfache Kamera tut sich relativ leicht, mit dem Licht richtig zu belichten. Das können fast alle Kameras. Wo es aber wirklich schwierig wird, ist, wenn das Licht von vorne kommt und du sogenanntes Gegenlicht hast und dann brauchst du A, ein gutes Glas und B, einen guten Sensor, der das erkennt und dementsprechend mit Gegenlicht umgehen kann. Und das ist halt der Unterschied, wobei ich dann letztendlich zur GoPro gekommen bin, hatte erst die GoPro 4, die Hero 4 Black und jetzt habe ich mir die 7er Black gekauft. Und das ist schon eine wirklich deutliche Verbesserung. Anmerkung hier, ich habe keine Beziehungen zu GoPro.
auch wenn ich gerne 2-3 Stück mehr hätte. Aber egal. Das fällt extrem auf, dass Gegenlichtsituationen von einer Kamera, die auch ein bisschen teurer ist, und in dem Fall die GoPro ist, und die kostet so 3,50 bis 3,80, irgend sowas in dem Dreh, ist absolut gerechtfertigt, komme ich später noch drauf, warum. Gegenlicht, also wirklich, du hast nicht die Chance, bei der Runde dich entscheiden zu können, wo das Licht herkommt. Also es kommt in der Regel immer irgendwann mal von vorne und dann brauchst du eine gute Kamera. So, das ist das eine. Kann die GoPro besser als die günstige. Hat aber noch nichts mit der Schnelligkeit zu tun, sage ich jetzt mal. Aber da kommen wir noch gleich drauf. Das ist erstmal die Qualität. Das ist erstmal die Qualität. So, 4K ist an und für sich nicht wichtig, hat aber einen riesen Vorteil, wenn ich in 4K aufnehmen kann und das Ganze dann quasi downgrade oder downsize auf 1080, also Full HD, weil das doch ein bisschen knackiger und ein bisschen schärfer ist. So, dann gibt es noch was man auch viel lest, das sind die Frames, also quasi Frames pro Second, FPS oder mehr oder weniger Bilder pro Sekunde. Das menschliche Auge sieht mit 24,9, also 25 Bilder pro Sekunde. Das ist das menschliche Auge, das kannst du quasi gar nicht ändern. So, deswegen ist auch, wenn du zum Beispiel so machst und ich filme jetzt mit 25 Frames, leicht verschwommen. Also du kannst jetzt kein Slow Motion draus machen, weil das wird verschwommen. Desto mehr Frames du hast, umso besser kannst du Slow Motion machen und umso smoother wird es. So, und das ist so, dass zu viel Frames bei einer Aufnahme für Onboard nichts ist und aber zu wenig auch nicht, weil sonst wird alles verschwommen. Also 25 Frames, ja, da wird schon sehr unscharf das Ganze, alles was an dir vorbeigeht und so. Also da würde ich ein bisschen mehr empfehlen. Ich habe jetzt für mich herausgefunden, dass 60 Frames finde ich das beste Ergebnis. So, und jetzt kommt es zum größten Faktor, das was die optische Vermögen oder die optische Darstellung für uns ist, dass es schnell ausschaut. Wenn du jetzt zum Beispiel mit so einer Kamera mit 60 Frames aufnimmst und es ist herrlich der Sonnenschein, es ist sehr hell draußen, so wie jetzt gerade, dann hat die Kamera zu tun, dass sie die Belichtung eigentlich richtig macht für diese Frame-Anzahl. Weil da müssen wir jetzt ein bisschen in die Technik gehen, um die Belichtung, ich gehe nicht weit drauf ein, aber nur so ein kleines bisschen. Um die Belichtung richtig zu machen, hat die Kamera drei wichtige Werte. Das ist einmal die Blende, das ist die Verschlusszeit und das ist der ISO. Desto größer die Blende, umso mehr Licht kommt rein und umso heller wird es. Desto länger die Verschlusszeit, und da reden wir von 1/50, 1/100, 1/200 Sekunde, desto länger diese Verschlusszeit, umso mehr Licht kommt rein. So, und dann gibt es noch ein ISO, der geht irgendwo los bei ISO 100, desto kleiner die Zahl, umso weniger wird es nachbelichtet, also umso dunkler ist es. So, jetzt wenn es draußen so hell ist, und jetzt kommt das Problem. Wenn wir jetzt mit 60 Frames filmen, dann möchte die Kamera eigentlich mit 120, mit einem 120stel Verschlusszeit, 120stel pro Sekunde, 120stel Sekunde, den Verschluss machen. Also das heißt, das ist relativ lange. Weil ein Foto machst du im herrlichen Tag mit einem 800stel, meinetwegen. Ist das nicht Rennstreckenromantik? Apropos Asphalt, weil ich hier gerade so rumliege. Wenn du mehr zum Thema Asphalt wissen willst, es gibt bei mir auch die Möglichkeit, Mitgliedschaften zu buchen. Da gibt es so spezielle Videos, wo es auch so um so Asphaltthemen und Fahrwerk und so ganz, ganz wichtige, relevante und auch längere Videos. Wenn du darüber interessiert bist, übrigens kurzer Ad von mir, sorry, unten in der Beschreibung gibt es ein Video, wie werde ich Mitglied, da erkläre ich dir das Ganze. Weiter geht's im richtigen Video. So, jetzt möchte die Kamera einen Verschluss mit einem 120stel machen, weil doppelt so viel Verschlusszeit wie Frames. Wenn du 60 Frames nimmst, wenn du 25 Frames nimmst, wie das Auge sieht, dann müsstest du ein 50stel machen. Und so weiter. So, jetzt kommt relativ viel Licht rein und jetzt muss quasi die Kamera die Blende so klein wie möglich machen, damit diese Verschlusszeit die richtige ist für die Frames. So, jetzt macht die Blende schon ganz zu, die gehe ich weiter zu, minimale Öffnung, und jetzt immer noch viel, zu viel Licht da. Und das ISO ist auch schon ganz unten. So, dann bleibt der Kamera nichts anderes übrig, als dass sie quasi die Verschlusszeit schneller macht. Weil die Priorität der Kamera ist die richtige Belichtung.
damit das nicht über- oder unterbelichtet ist. Und dabei ist der Kamera dann egal, ob die Verschlusszeit zu den eingestellten Frames passt. So, und deswegen sieht dein Video, dein Onboard-Video langsamer aus. Weil wenn du jetzt zum Beispiel einen 60stel Frames hast und die Kamera filmt nicht mit 120stel pro Sekunde, sondern mit einem 400stel oder mit einem 800stel, dann wird das abgehackt. Das heißt, es ist keine smoothe Bewegung mehr, sondern das ist mehr, stottert mehr. Also mehr oder weniger, man könnte das sehen, wenn man jetzt zum Beispiel mit den falschen Frames filmen würde, dann wäre meine Mundbewegung irgendwie komisch. Und genauso passiert das auch bei dem Fahren. Und dann sieht es langsam aus, weil die Verschlusszeit nicht zu den eingestellten Frames passt. So, wie kann man dagegen vorgehen? Das ist eine ganz günstige Lösung. Und deswegen sieht das Rijeka Onboard-Video von mir so schnell aus. Es gibt da sogenannte Graufilter. Das sind schwarze Filter. Da gibt es in verschiedenen Stärken. Gibt es ein ND4, ein ND8 und ein ND16 jetzt in dem Fall. Und die machen nichts anderes als die Kamera dunkler. Das heißt, jetzt kommt nicht mehr so viel Licht rein. Und das ist ein unverzichtbares Mittel. Das habe ich auch bei jedem Video, das du siehst, habe ich auf dem Objektiv so einen Graufilter. In dem Fall hier größer wie als auf der GoPro, aber das ist quasi ein Graufilter für jedes Objektiv, weil du beim Filmen du musst die Verschlusszeit anhand der Frames erzwingen. Und da ist es am herrlichen Tag in der Regel zu hell. Und genau dieses Problem hast du auch auf der Actioncam, sage ich jetzt einfach. Und da kursieren natürlich viele Falschwerte rum, und zwar, dass diese Filter dafür da sind, dass der Himmel schöner ist oder die Farben schöner sind. Das ist Schwachsinn, das sind einfach nur wie eine Sonnenbrille. Es kommt nicht mehr so viel Licht auf den Sensor und somit kann die Kamera die richtige Verschlusszeit fahren, die zu diesen eingestellten Frames passt. Und dann hast du auch ein schnelleres Onboard-Video. So. Ist relativ simpel, oder? Also wenn man die Technik ein bisschen versteht, und ich denke, ich kann jetzt den Bereich Onboard-Videos in Verbindung mit dem, was ich mir über Kameras quasi angeeignet habe, dementsprechend kompensieren und auch was Gutes abliefern und dir das quasi zeigen. Diese Filter, die verlinke ich unten in der Beschreibung, die kosten 20, 25 Euro. Ist nicht das Problem, gibt es eigentlich für alle gängigen GoPro-Kameras. Und noch ein Faktor, warum ich die GoPro nehme, oder die neue jetzt vor allem, ich verlinke die auch gerne unten in der Beschreibung, die Hero 7 Black, die hat halt einen genialen Bildstabilisator. Und das ist ein elektronischer Bildstabilisator und der agiert eigentlich fast wie ein Gimbal. Also das ist wirklich gigantisch. Ich war total vom Hocker gehauen, was die GoPro echt für einen Bildstabi hat. Und da kannst du halt auch hier, wenn du die am Helm drauf hast und beim Fahren irgendwie Bewegungen hast, das ist der Kamera total egal, die gleicht das komplett aus. Die hat so einen Hyper-Smooth und das wird wirklich, deswegen sieht das auch so genial aus. Die alten können das nicht und die billigen Nachbauern für das, also wenn du eine vernünftige Onboard-Aufnahme haben willst, dann ist das einfach nicht das Richtige. Je nachdem, wo dein Anspruch ist. Ne? Und wenn du schneller ausschauen lassen oder wenn du so schnell ausschauen lassen möchtest, wie es auch wirklich ist, dann ist das fast, kannst du eigentlich gar nicht anders. Auch wenn du die Kamera auf der Gabelbrücke oder auf der Verkleidung hast und hast halt beim Rennmotorrad oder allgemein Motorrad immer Vibrationen, also durch Drehzahl etc. Und da ist es schon extrem notwendig, so einen genialen Bildstabilisator drin zu haben. Also ich kann die GoPros, die Hero 7 Black, die kann ich wirklich empfehlen. Du hast auch einen tollen Touch-Display, der funktioniert auch wirklich genial. Kann ich kurz mal zeigen, hier in die Kamera rein. Also da kannst du auch alles einstellen, kannst die verschiedenen Auflösungen, wie viele Frames. Ich filme in der Regel immer mit 2,7K. Das ist so zwischen Full HD und 4K. Und mit dem Superview, also das ist so weitwinklig wie möglich. Vor allem, wenn ich es am Helm dran habe, dann will ich halt das Motorrad auch zeigen, die Hebel zeigen und den Tacho zeigen, dass es also spektakulär wie möglich kommt. Und in dem Fall halt mit 60 Frames. Das habe ich so festgestellt, ist irgendwie... schaut irgendwie am smoothsten aus und am schnellsten aus. Also das habe ich ein bisschen probiert. Und ja, ich weiß, ich muss wieder mehr Onboards machen. Da habe ich mir jetzt auch bewusst vorgenommen, das zu tun. Es ist nur immer sehr schwierig bei den Events, bei denen ich bin, mit den ganzen Instruktionen. Da habe ich teilweise jetzt so viel Stress gehabt, dass ich wirklich
von einem Eck ins andere geschossen bin und teilweise keine Zeit gehabt habe zum aufs Klo gehen und so. Dann möchte ich ja gern, wenn dann auch die eigene Onboard-Lap, das heißt, ich möchte ja quasi meine eigene Zeit fahren oder in meinem Bestzeitbereich mich bewegen, um dieses Onboard-Video überhaupt zu machen. Und dann brauche ich schon ein bisschen Zeit, weil ich muss mich auch wieder ein bisschen frei fahren nach den Instruktionstüren und so. Das geht auch nicht von jetzt auf gleich. So, ich denke, das war's. Schau mal vorbei, wenn du ein paar Euros über hast. Ich kann dir die auf jeden Fall empfehlen. Ich bin darauf gekommen, weil mir halt schon ein paar von euch geschrieben haben, ja, was nimmst du für eine Kamera für die Onboards? Und ich möchte auch, dass das so aussieht. Und das ist jetzt ein bisschen übergreifender. So, ich hoffe, dass mich heute keiner mehr bemängelt wegen meinem Mikrofon, weil ich habe jetzt wieder ein Ansteckmikrofon dran. Seid mal nicht böse, ich habe ein bisschen probiert, Ton verbessern. Wir haben da auch viel geschrieben, ah, Matthias, dein Ton ist so kacke. Habe ich bis zu dem Zeitpunkt nicht wirklich wahrgenommen, dass das so ist, aber dann haben es mir halt welche gesagt, die sich anscheinend besser auskennen als ich. Und dann habe ich gedacht, okay, musst halt ein bisschen was machen, habe dann investiert, so, dann kaufst du ein gescheites Mikrofon. Dann habe ich jetzt so ein Aufnahmegerät für den Ton extra. Davor habe ich über das Lavalier-Mikrofon quasi das Handy hergenommen. Das war anscheinend auch nicht so optimal. Bastel jetzt rum mit Mastering und Kompressoren, dass es einfach besser klingt und dass ihr quasi mehr Qualität habt. Umso deprimierender ist es ja auch, wenn man sich dementsprechend Mühe gibt und dann kriegt man böse Kommentare. Das ist ja Social Media. Okay, habe ich hin und wieder unterschätzt, dass das so böse sein kann. Aber wie gesagt, alles, was ich hier mache, ich versuche einfach nur, es so gut wie möglich zu machen. Und alles, was ich letztendlich am Ende des Videos gemacht habe, war auch irgendwo beabsichtigt. Na klar, irgendwo fangst du an und irgendwo musst du aufhören. Irgendwann ist halt Schluss. Im Nachhinein denke ich mir immer noch, ja, hätte ich noch und hier hätte ich noch und hinten, aber hätte Fahrradkette. Also es ist halt, irgendwann ist halt Feierabend, dann hast du alles gemacht und dann ist es jetzt so und dann ist es wieder so. Und ich hätte immer noch was einbauen können, aber ja, dann ist die Frage, investierst du für ein Video einen Tag? Oder drei. Und was hast du mehr davon? Weil vielleicht findet dann jemand anders was zu meckern. Also seid mir nicht böse, es wird immer jemand was zum Aussetzen haben. Ich hoffe, hier hat keiner was zum Aussetzen. Und ich hoffe, hier habt ihr einen guten Tipp für bessere Onboard-Aufnahmen. Und ja, ich mache in Zukunft auch wieder mehr. Die Filter und die GoPro unten in der Beschreibung kann ich auf jeden Fall empfehlen. Dann brauche ich nämlich die E-Mails bezüglich meinen Onboard-Videos nur noch mit dem Link für dieses Video hier verlinken. Also, wenn du mich noch nicht kennst, würde ich mich natürlich auf ein Abo freuen, dementsprechend auch einen Daumen hoch. Schau auch gerne mal meine anderen Videos an. Ansonsten für alle anderen oder vielleicht auch dich, bis dahin, bis zum nächsten Mal und ciao.